Das große Problem, was wir haben, ist, dass wir in Zukunft wärmere Sommer wahrscheinlich kriegen, höhere Verdunstungen und wir nicht mehr hinterherkommen mit der Beregnung. Jeder im Garten merkt es, im Sommer wird der Rasen braun, der wird beregnet und nichts anderes machen wir auch und es wird aber mehr sein in Zukunft. Ziel des Projektes ist, eine präzise Bewässerungssteuerung zu entwickeln. Bewässerungssteuerung, das meint zu entscheiden, wann muss bewässert werden und wie viel muss bewässert werden. Für den Zweck der Bewässerungssteuerung brauchen wir eine ganze Menge Daten. Das sind Daten zu Boden, Daten zu den Pflanzen selber, zum Entwicklungsstadium, aber auch natürlich meteorologische Daten, zum Beispiel die Wetterprognose für die nächsten Tage. Ja, all diese Daten nehmen wir in unserem Bewässerungssteuerungsmodell auf, führen die zusammen. Ich erhalte aus dem Projekt zweimal in der Woche eine Beregnungsempfehlung. Dort steht genau drauf, welche Frucht ich mit wie viel Wasser wann beregnen soll. Und daran halten wir uns sehr genau. Und das ist eine super Hilfestellung für uns. Eine ressourcenschonende Bewässerung der Zukunft kann erstmal so aussehen, dass man möglichst wassersparende Technologie einsetzt. Wir nutzen im Projekt Kreisberegnungsmaschinen, die das Wasser also sehr effizient und bodennah applizieren. Weitere Möglichkeiten sind, teilflächenspezifisch zu bewässern, womit man die Bodenheterogenität berücksichtigt. Und eine weitere Möglichkeit, die wir im Projekt auch untersuchen, ist, so bedarfsgerecht wie möglich zu bewässern. Das heißt, den Wasserversorgungszustand der Pflanzen so genau wie möglich zu erfassen. Wir nutzen ja verschiedene Daten, sowohl was den Boden angeht, den Wasserhaushalt im Boden und was die Pflanze angeht. Pflanze deshalb, weil wir denken, dass die Pflanze uns natürlich direkter und unmittelbarer Informationen geben kann, wie es ihr geht, wie ihr Wasserversorgungszustand ist. Und ein guter Indikator dafür ist die Temperatur der Blätter, einfach deshalb, weil Wasser verdunstet über die Blätter, über die Spaltöffnung hier bei der Kartoffel auf der Unterseite, sodass sich die Blätter dadurch abkühlen. Also Energie gleich Wärme, Wärme wird entzogen, Blätter kühlen ab, wenn die Pflanzen transpirieren. Und das heißt, eine Pflanze, die gut wasserversorgt ist und optimal transpiriert, hat eben deutlich kühlere Blätter als die Umgebungstemperatur. Messen kann man das zum Beispiel mit einer Infrarotkamera. Wir haben eine Infrarotkamera auf unserer Drohne montiert, sodass wir berührungslos aus der Luft einen größeren Bereich auf dem Feld auch gleichzeitig erfassen können. Die Ergebnisse des Projektes zeigen uns, dass wir unsere Bewässerung verändern können. Wir berechnen heute nicht mehr einheitlich. Wir gucken, wie sind die Bodenzustände. Wir erhalten eine genaue Analyse der Bodenzustände und können damit auch unsere Berechnung ganz genau steuern. Wir berechnen nur noch, wenn es nötig ist. Beim Topinambur-Anbau haben wir aus dem Berechnungsprojekt die Erfahrung gezogen, dass wir intensiver berechnen müssen. Und man kann das ganz deutlich an diesem Topinambur sehen. Die Unberechneten sind eben gerade hüfthoch und die Berechneten, die sind weit über Mann hoch, in der Mitte des Bestandes auch 3 Meter hoch. Bei den Unberechneten haben wir nachher keinen Ertrag. An den Knollen sieht man, da ist nichts dran. Und bei den Berechneten ist ein schönes Knollennest da. Das können wir nachher auch ernten.